Liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde des ZAZ, liebe Auditorinnen und Auditoren, Amice, Amici, Totius Antiquitatis draußen in der weiten digitalen Welt. Es freut mich außerordentlich, Sie hier heute Abend begrüßen zu dürfen zur Fortsetzung unserer Ringvorlesung über Demokratie, Demagogie und Populismus in der Antike und heute mit dem Beitrag von Frau Prof. Dr. Anne Kolb. Wir setzen damit die Ringvorlesung in digitaler Weise fort und imaginieren uns sozusagen Ihre große Teilnehmerschaft hier, wie wir sie immer hatten. Wir vermissen Sie alle natürlich sehr, freuen uns gleichzeitig, dass wir trotz diesen erschwerten Umständen eben hier diesen Vortrag von Anne Kolb auch hören dürfen. Und wie üblich möchte ich Sie auch ganz kurz ein bisschen einführen. Ich denke, Anne Kolb muss man in Zürich wirklich nicht lange einführen, weil sie bestens bekannt ist. Man kann sagen, sie gehört zu den Pfeilern der Altertumswissenschaften dieser Universität und das nun schon seit einiger Zeit, wenn man eben ihr Curriculum auch anschaut. Sie hat zunächst von 1984 bis 1992 das Studium der alten Geschichte, klassischen Archäologie und klassischen Philologie an den Universitäten Heidelberg und Oxford gemacht, wurde in Heidelberg auch promoviert mit einer Arbeit über die kaiserliche Bauverwaltung in der Stadt Rom, Geschichte und Aufbau der Cura Operum Publicorum unter dem Prinzipat. Danach hatte sie ein Forschungsstipendium der Fritz-Thyssen-Stiftung, das sie an die Universität Freiburg im Breisgau und nach Rom gebracht hat. Und hier nähert sie sich allmählich der Schweiz an. Denn als nächste Station sind Assistenzen verzeichnet von 1995 bis 2001, nämlich am historischen Seminar hier in Zürich und genauso an der Universität Basel und nachher hier die Oberassistenz an unserem historischen Seminar. 2000 folgte dann die Habilitation an der Universität Zürich über Transport- und Nachrichtenübermittlung des Staates im Römischen Reich. Unmittelbar darauf die Assistenzprofessur, ebenfalls am historischen Seminar 2005, sozusagen ein doppeltes Glück, wenn man so will, gleichzeitig der Ruf an die Universität Gießen, den sie abgelehnt hat, und hier eben auch die Ernennung zur außerordentlichen Professorin für alte Geschichte an der Universität Zürich, wo sie seit 2013 als ordentliche Professorin für alte Geschichte unterrichtet. Kommen dazu noch eine Visiting Professor Stanford University Classics Department, diese Professur, ein Senior Fellow am Topoi-Exzellenzklasse der Freien Universität Berlin und 2017 nochmals Visiting Professor an der Stanford University im Classics Department. Sie hat verschiedene Forschungsprojekte, die sich dann auch entsprechend in den Publikationen niederschlagen. Dazu gehören Herrschaftsstruktur und Herrschaftspraxis in den antiken Staaten, die Inschriften von Alt-Paphos, noch ein langjähriges Projekt eben auf F.G. Meyer zurückgehend letzten Endes, römische Meilensteine, römische Inschriften und jetzt natürlich ganz wichtig und groß die Epigraphik-Datenbank EDCS. Das ist ein ganz prestigeträchtiges großes Projekt hier an der Universität Zürich. Wenn man die Publikationsliste von Anne Kolb anschaut, so gehören dazu selbstverständlich die akademischen Lehr- und Meisterwerke gewissermaßen, die Dissertation, die 1993 erschienen ist in Stuttgart und die Habilitation, die im Jahre 2000 erschienen ist. Dann aber eben die Meilensteine und das sind wirklich monumentale Werke, die auch irgendwie Grundlagenwerke auf Jahrzehnte und nehme ich doch fast an Jahrhunderte hinaus bleiben werden, die eben das Corpus Inscriptionum Latinarum Volumen Decimum Septimum mit diesen Meilensteinen aus dem Illyricum und so weiter. Und dann 2012 ein weiterer Band in dieser monumentalen Reihe. Dazwischen ein sehr hübsches, kleines, aber eben wirklich sehr erfreuliches und auch schön bebildetes Werk mit dem Joachim Fugmann zusammen, Tod in Rom, Grabinschriften als Spiegel römischen Lebens. Und besonders eindrücklich finde ich persönlich auch diese Reihe der Tagungsbände, wo du wirklich eine Fülle von interessanten Themen nacheinander abgehandelt hast, jetzt eben vom letzten her, Roman Roads, dann 2018 Literacy in Ancient Everyday Life, dann 2016 Kaiserkult in den Provinzen des Römischen Reiches, 2016 mit Anne Bielmann und Cogitore zusammen, Femme influente dans le monde hellenistique et à Rome, dann mit der Ulrike Babusio, die wir ja bald auch in dieser Reihe
haben werden, das Recht der Soldaten, kaiserrechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs, dann Infrastruktur und Herrschaftsorganisation Imperium Roman 2.14 und natürlich nochmals die berühmten Frauen Auguste, machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof, Fragezeichen, Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis. Das sind nur ein paar Beispiele aus dem reichen Öffre. Ich beginne jetzt nicht auch noch Artikel aufzuzählen, sondern sage nur, ich freue mich außerordentlich, dass du heute hier bei uns diesen Vortrag hältst zum Thema die Blödsichtigkeit der Bewunderer, Überlegungen zu Cäsars Machtpolitik. Es spielen sich ja im Moment viele Leute zu Cäsaren hoch. Insofern ist das ohne Zweifel auf jeden Fall sehr aktuell. Wir freuen uns und sind gespannt. Vielen Dank, lieber Christoph, für die lobenden Worte. Ich denke, ich gehe gleich medias in res, darf Sie auch alle recht herzlich begrüßen. Ich beginne mit einem Zitat. Hier, okay, erster Fehler, jetzt. Solche Selbstständigkeit, Selbstherrlichkeit, solch entschiedenes Handeln im Namen, jedenfalls im Sinne der römischen Herrschaft, im Sinne durchschlagender Effizienz einer Demonstration der Macht und mit solcher Energie. Mit diesen monumentalen Worten lobt Christian Meyer in seiner berühmten Cäsar-Biografie schon 1982 den Protagonisten in den höchsten Tönen, wie das seit Jakob Burckhardt oder Theodor Mommsen kaum mehr geschehen ist. Burckhardt hatte Cäsar bekanntermaßen als größten Sterblichen bezeichnet. Wie Alexander der Große im Osten habe im Westen die Zukunft der Zivilisation gesichert. Bei Mommsen war Cäsar der vollendete Staatsmann und geborene Herrscher von gewaltiger Schöpferkraft und durchdringendem Verstand. In jüngerer Zeit stellt Martin Jene in überzeugender und sehr ansprechender Weise Cäsar zwar als pragmatischen und zielgerichtet handelnden Politiker vor, aber er betont dabei dessen oft sehr risikoreiche, ja geradezu haarsträubend waghalsige Aktivitäten. In unerschütterlichem Glauben an sein Glück habe Cäsar immer wieder alles auf eine Karte gesetzt, wobei oft wirklich alles oder nichts als Ergebnis möglich war. Dabei bewertet Jene schließlich den guten Cäsar nicht als strahlenden Helden der Weltgeschichte, sondern eher als schillernde Figur. Uns soll heute Abend freilich nicht nur die Persönlichkeit Cäsars interessieren, sondern vor allem der Politiker Cäsar und seine Methoden. Weshalb ich bereits die zitierten Schlaglichter herausgegriffen habe. Beide Aspekte lassen sich freilich nicht immer eindeutig trennen, ja, sind in Bezug auf generelle Ziele und Verhalten zwangsläufig miteinander verbunden. Dies zeigt auch 2002 Henning Ottmann im Rahmen eines Forschungsüberblicks, der jedoch in seinem Gesamturteil durch auch Methoden des Politikers Cäsars tangiert. Ich zitiere. Begünstigt wurde er vom Straßenpöbel und von Mitstreitern, die er mit dem in Spanien und Gallien erpressten Geld gekauft hat. Geliebt und geachtet wurde er zweifelsohne von seinen Soldaten. Aber die Macht hat Cäsar sich genommen. Sie wurde ihm nicht anvertraut. Was ihn trieb, waren Ehrgeiz und Ruhmsucht. Die große Frage, die seine Kriege und sein Machtstreben stellen, ist, ob Cäsar überhaupt eine politische Vision oder eine politische Idee besaß oder ob er getrieben und hektisch einem Spieler ähnlich seine rein persönlichen Ziele befolgt hat. Vor dem Hintergrund unseres Rahmenthemas der Ringvorlesung ist es heute Abend mein Ziel, den Politiker Cäsar etwas näher zu beleuchten und zuletzt vielleicht eben auch eine Antwort auf die Frage von Ottmann, die er hier stellt, zu geben, hatte Cäsar eine politische Vision?
Dazu werde ich in einem ersten Schritt auf die zeitspezifischen Rahmenbedingungen der Verfassung der Römischen Republik eingehen und das Ende ganz kurz erwähnen. In einem zweiten Schritt wird dann Caesars Karriere und eben seine Politik im Detail betrachtet, bevor wir dann zur Frage nach der politischen Vision kommen. Ich beginne mit der Verfassung. Der römische Staat, die Res Publica, wörtlich also die öffentliche Sache oder die gemeinsame Sache, hatte in der Antike keine abstrakte Bedeutung wie heute. Stets bildete die Gemeinschaft der Bürger diese öffentliche Sache, deren Besitzungen, Rechte und Interessen wurden gemeinsam durch das Volk Populus Romanus in der Volksversammlung entschieden. Der Populus Romanus umfasste, wie schon im klassischen Athen, nicht die gesamte Bevölkerung, sondern nur die Gesamtheit aller erwachsenen männlichen römischen Bürger unter Ausschluss von Frauen, Kindern, Fremden und Sklaven. Dennoch bildete allein der Populus Romanus das politisch aktive Volk und damit den Souverän des Staates. Er definierte jedoch nicht deren Verfassung, denn die Res Publica war niemals eine Demokratie, sondern stets eine Aristokratie oder besser noch eine Oligarchie, die Herrschaft von wenigen, Oligoi, denn eben nur wenige führende Familien haben in Rom stets die Geschicke des Gemeinwesens gelenkt. Dazu dienten die im Volk gewählten Magistrate, die einzelne Aufgaben wie Rechtsprechung, Finanzverwaltung oder Heeresführung erfüllten. Andererseits bildeten alle Senatoren, die als aktive und gewesene Magistrate auf Lebenszeit im Gremium des Senats vereinigt waren, das zentrale Regierungsorgan. Denn der Senat erarbeitete Gesetze, kontrollierte die Magistrate, verfügte über die Finanzen und beriet letztlich über alle Angelegenheiten der Res Publica. Im Gegensatz dazu war das Volk allein durch die Abstimmungen in der Volksversammlung an der Politik beteiligt. Dort wurden Gesetze beschlossen, aktuelle politische Fragen wie Krieg, Frieden, Verträge mit auswärtigen Mächten entschieden, politische Verbrechen abgeurteilt und vor allem die Magistrate gewählt. Im Gegensatz zur athenischen Demokratie aber waren die römischen Bürger lediglich passiv beteiligt, denn sie konnten nur über die Vorschläge der Magistrate, welche die Versammlung leiteten, abstimmen. Sie hatten kein freies Rede-, Initiativ- oder Änderungsrecht. Außerdem ist zu bemerken, das Volk wählte zwar die Magistrate, aber ohne Anordnung eines Magistrats konnte sich das Volk überhaupt nicht zu einer entscheidenden oder entscheidungsberechtigten Versammlung zusammenfinden. Also das Volk konnte sich nur durch den Magistrat konstituieren. Dennoch war die Bedeutung der Volksversammlung global betrachtet groß, denn sie sicherte die Öffentlichkeit der Politik, also Transparenz. Alle wichtigen Entscheidungen wurden der Menge des ganzen Volkes präsentiert. Die Magistrate erläuterten und begründeten den Bürgern gegenüber die Vorlagen, über die dann abgestimmt wurden. Außerdem bestimmte das Volk durch die Wahlen der Magistrate über die Besetzung der Ämter und über die Karrieren der Politiker. Vor allem in Bezug auf das Oberamt, den Konsulat, war der Wettbewerb stets eng, da es immer mehr Kandidaten als zu besetzende Stellen gab und nur 2 Männer pro Jahr das höchste Amt erreichen konnten. Es wurde daher auch mit harten Bandagen gekämpft. So zählten dabei nicht allein die bisherige Leistung für den Staat, die Herkunft der Familie oder politische Versprechen.
Nein, auch durch Geschenke, Feste, persönliche Verpflichtungen versuchten die Kandidaten, Wähler für sich zu gewinnen. Das Volk blieb auch in der Republik der Souverän des Staates, obwohl dann nur noch von einem keineswegs repräsentativen Bruchteil der römischen Bürger, die die Versammlung besuchen konnten, gesprochen werden kann. Aufgrund der sozialen Beziehungen zwischen den Ober- und Unterschichten, also dem Patronage- und Klientelwesen, und aufgrund der gemeinsam erbrachten Leistungen war das Volk im Bewusstsein aller ein unverzichtbarer Teil der politischen Ordnung. Einmal im Jahr kamen alle freien Bürger zur gemeinsamen Wahlversammlung zusammen und demonstrierten dadurch den gemeinsamen Willen und Konsens, Teil dieses römischen Staates, der größten Macht der damaligen Welt zu sein. Ja, Rom war seit dem 2. Jahrhundert vor Christus die größte Macht der damaligen Welt, wie dies besonders prominent der Historiker Polybios konstatiert. Er sagt, denn wo gibt es einen so stumpfsinnigen und gleichgültigen Menschen, der nicht zu wissen wünschte, wie und durch welche Staatsform beinahe die ganze bewohnte Welt in nicht ganz 53 Jahren überwältigt und unter die alleinige Herrschaft der Römer gebracht worden ist. Ein Fall, der sich früher niemals ereignet hat. Oder wer ist für ein anderes Schauspiel oder eine andere Wissenschaft so eingenommen, dass er irgendetwas höher achtete als diese Kenntnis? Die Weltherrschaft Roms war einer der Auslöser für die Auflösung der Ordnung der Römischen Republik am Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus. Denn die Ihnen gerade vorgestellte Verfassung wurde spätestens seit der Zeit Caesars zusehends ihren Ansprüchen nicht mehr gerecht. Der durch massive Expansion entstandene riesige Territorialstaat rum um das Mittelmeer hatte das politische Gleichgewicht innerhalb der Führungselite verändert, gespalten und letztlich zerstört. In dieser Zeit hießen die Politiker, die in alter Tradition den Senat als Zentrum der Politik sahen, Optimaten, also die Besten, die Elite der Gesellschaft. Sie sahen sich gegenüber von Popularen, die gemeinsam mit dem Volk, dem Populus, Politik machten, indem sie auch ohne Zustimmung des Senats in der Volksversammlung nach formalem Recht Gesetzesanträge verabschieden ließen. Dazu gehörten Themen einer volksfreundlichen Politik, etwa Gesetze zur Landvergabe an verarmte Bauern, Getreideverteilungen, aber auch die wiederholte Zuteilung von recht großen Kommanden und Heeresmacht und Aufträge an einzelne Generäle, die dadurch zu einer dominierenden Stellung im Staat kamen. Diese großen Männer, wie beispielsweise der siebenfache Konsul Marius, oder der drei Jahre grausam agierende Diktator Sulla, der geniale Feldherr und Bezwinger des Ostens Pompeius und natürlich schließlich Caesar selbst. Diese großen Männer ließen sich kaum in das System der Nobilität einfügen. Zudem erkennt die jüngere Forschung heute auch im politischen Handlungsrahmen, also in den Strukturen, dass sich bereits weitgehend monarchische Tendenzen dort ausgeprägt hatten während des 1. Jahrhunderts vor Christus. Diese Tendenzen seien nun nicht mehr aufzuhalten gewesen und daher nach Caesars Tod 44 vor Christus und den folgenden Bürgerkriegen bis 30 vor Christus maßgeblich für den Untergang der Republik verantwortlich gewesen. Kommen wir zu Caesars Karriere. Am 13. Quintilis des Jahres 100 vor Christus, der Monat Quintilis wurde erst 44 vor Christus in den Juli umbenannt nach Gaius Julius Caesar,
Da kam Cäsar zur Welt als Sohn des gleichnamigen Patriziers und der Aurelia, einer Tochter des Lucius Aurelius Cotta, der 119 vor Christus Konsul gewesen war. Informationen zu Kindheit und Jugend sind nicht tradiert, nur dass der Vater, der im Jahr 92 Prätor gewesen war, dann früh verstarb, also wahrscheinlich im Jahr 85, als Cäsar 15 Jahre alt gewesen sein soll. Es ist noch was bekannt, dass ein Freigelassener, ein Marcus Antonius Gnifo, den Cäsar in Rhetorik unterrichtet haben soll, was ja damals zur höheren Schulbildung zählte. Als Angehöriger der senatorischen Führungsschicht war es für Cäsar standesmäßig üblich, öffentliche Ämter und Aufgaben im Dienst der Respublika zu übernehmen. Auf diese Weise konnte man sich den Standesgenossen gegenüber, aber noch mehr der Familie und den Vorfahren gegenüber als würdig erweisen. Der junge Patrizier Cäsar war schon früher für ein besonders prestigeträchtiges Priesteramt, das nur Patriziern zugänglich war, vorgesehen, was sich aber letztendlich aufgrund von Cäsars politischer Haltung zerschlug. Dennoch waren diese Ereignisse in der frühen Jugend quasi entscheidend für den weiteren Lebensweg von Cäsar. Er sollte das Amt des Flamen Dialis, also des Priesters für den obersten Staatsgott Jupiter, übernehmen. Das war besonders ehrenvoll, in Rom sehr angesehen, denn Privilegien waren damit verbunden, wie zum Beispiel, dass man in jungen Jahren schon an Senatssitzungen teilnehmen durfte, obwohl man nicht offiziell Mitglied des Senates war. Aber dazu gehörten auch religiöse Beschränkungen. Nämlich etwa ein Verbot, von Rom abwesend zu sein oder ein Heer oder eine Leiche überhaupt zu erblicken. Ob der junge Cäsar alle Konsequenzen seiner Handlungen im Jahr 81 dann überblickte, darf vielleicht bezweifelt werden. Deutlich wird aber nun an diesen folgenden Ereignissen, dass er über ein unerschütterliches Selbstbewusstsein verfügte und schon früh seinen eigenen Standpunkt fest entschlossen verteidigte und verlässlich zu seinen Freunden und Abhängigen sich verhielt. Als Neffe des popularen Politikers Marius, eben der eben erwähnte berühmte Feldherr und siebenfache Konsul, als dessen Neffe war er damals auf der falschen politischen Seite, nachdem nämlich der Optimat Sulla seine Diktatur im November 82 etabliert hatte. Sulla forderte von Cäsar die Scheidung von seiner Gattin Cornelia, der Tochter des ebenfalls popularen Politikers Cinna. Aufgrund der vehementen Weigerung Cäsars musste er dann Rom verlassen. Also er wollte sich nicht scheiden lassen, stand zu seiner Frau. Er hat sich in Italien immer wieder in verschiedenen Unterschlupfen vor Häschern, die nach ihm gesucht haben, versteckt. Zum Priesteramt kam es dann nicht mehr. Pikant an dem Geschehen ist nicht allein, dass Cäsar dem mächtigen Diktator Sulla trotzte, sondern vor allem, dass Sulla durch diese Ereignisse Cäsars politische Karriere überhaupt erst möglich gemacht hatte. Denn aufgrund der religiösen Tabus, die den Flamen Dialis in seinem Aktionsradius geografisch und sachlich eng begrenzt hätten, wäre keine Heeresführung für ihn möglich gewesen und damit die wichtigste Grundlage seiner späteren Macht wie überhaupt einer politischen Karriere. Seit dem Jahr 80 diente Cäsar als Offizier im Heer und erwarb unter dem Statthalter von Asia und danach unter dem weiteren Statthalter von Kilikien erste Meriten in Kampfeshandlungen. Nach dem Tod Sullas kehrte er nach Rom zurück, um sich, wie für junge Politiker üblich, als Anwalt und Redner auf dem Forum zu profilieren. Laut seinem Biografen Plutarch flogen ihm damals die Herzen des Volkes nur so zu. Was er schon
damals durch sein besonders volksnahes Plaudern, Händeschütteln, spendable Umgänglichkeiten, Gastmähler, also die klassische Liberalitas, Freigiebigkeit, noch zu steigern wusste. Caesar lernte schnell, dass man auf diese Weise politischen Einfluss gewinnen konnte. Daher hatte er schon in jungen Jahren, noch vor seinem Eintritt in den Senat, Neider. Und diese hofften, dass es mit ihm alsbald bergab gehen werde, wenn seine Mittel erschöpft seien, so schreibt es Plutarch. Nach Ansicht des Plutarch soll auch Cicero der Erste gewesen sein, der Caesars Politik, Zitat, gleich wie einen ruhig lächelnden Meeresspiegel mit Misstrauen und Besorgnis beobachtete und die unter der freundlichen Miene verborgene Kraft seiner Persönlichkeit erkannte. Denn hinter den politischen Schachzügen glaubte Cicero, die Absichten eines Alleinherrschers damals schon erkennen zu können. Cicero schränkt dies jedoch offenbar dann doch spöttisch ein. Freilich, sagt er, das zweite Zitat, wenn ich sehe, mit welch übertriebener Sorgfalt er sein Haar pflegt und wie er sich nur mit einem Finger am Kopf kratzt, dann scheint es mir doch wieder unmöglich zu sein, dass dieser Mensch in seinen Gedanken einem solchen Verbrechen wie der Zerstörung der römischen Staatsform Raum geben könnte. Im Jahr 75 reiste Caesar zu Studien und wohl auch zu Geschäftsreisen in den Osten. Den damaligen Ereignissen wurde schon in Antike und von der modernen Forschung viel Beachtung geschenkt. Martin Jene resümiert dazu. Unter all den Episoden aus Caesars Frühzeit, die die antiken Caesar-Biografien in den genremäßigen Bemühen klare Anzeichen für die spätere Bedeutung des Protagonisten schon in seiner Jugend zu entdecken, mühselig zusammengesucht und aufgebläht haben, ist die Piratengeschichte eine der wenigen im Kern verlässlichen. Denn sie bestand wesentlich aus einer spektakulären äußeren Handlung, die zu vielen Zeitgenossen unmittelbar bekannt geworden sein muss, als dass man sie Jahre danach ungestraft hätte erfinden können. Auf dieser Fahrt nun, 75, wurde Caesar von Seeräubern gefangen genommen, die für den reichen Aristokraten Lösegeld erpressen wollten. Nach 38 Tagen der Gefangenschaft wurde er gegen Zahlung von 50 Talenten freigelassen. Interessant ist, die Entführer hatten ursprünglich nur 20 Talente gefordert, aber Caesar meinte, für ihn sei das zu wenig. Sie sollen doch 50 fordern, was sie dann pflichtschuldigst getan haben. Vielleicht kann man zum Hintergrund sagen, das unermessliche Vermögen des Crassus, der ja für seinen Reichtum bekannt war, soll in dieser Zeit 7100 Talente betragen haben. Also man sieht, diese 50 sind schon ganz erheblich. Ja, nach der Freilassung nun hat Caesar rabiat und schnell gehandelt. In Eigeninitiative stellte er ein kleines Geschwader zusammen, verfolgte die Piraten und nahm sie fest. Als der zuständige Statthalter zögerte, die von Caesar erwarteten Kreuzigungen an den Delinquenten durchzuführen, entschied Caesar selbst, deren Bestrafung in die Hand zu nehmen und er ließ die Leute ans Kreuz schlagen. Freilich strich er auch das Lösegeld als Beute ein. Übrigens wurde es später als Zeichen von Caesars besonderer Milde gewertet, dass er vor der Kreuzigung die Leute hat erdrosseln lassen. Frage der Perspektive. Mit den Exekutionen handelte Caesar eigenmächtig und waghalsig, völlig fixiert auf seine Pläne. Den Piraten, mit denen er während der Gefangenschaft kollegial zusammengelebt hatte, war das Szenario, sie eben zu kreuzigen, schon damals von Caesar angekündigt worden. Es hat aber niemand außer Caesar selbst an diese Realisierung geglaubt. Die Piraten hielten es für einen Scherz. Mit seiner selbst aufgestellten Privattruppe also hatte Caesar die Schmach der Entführung und Erpressung gesühnt und zugleich reiche Beute gemacht.
Auch hatte er keinerlei Bedenken, den Dienstweg in Gestalt des Provinzgouverneurs zu ignorieren. Zu Recht wird ihm Selbstherrlichkeit und Tollkühnheit attestiert. Aber ebenso zählen Brutalität und Stringenz in der zielstrebigen Umsetzung seiner Pläne zu seinem Vorgehen. In der Folgezeit bewährte er sich als Militärtribun und wurde in Rom in das Kollegium der Pontifices aufgenommen. Es folgt dann die klassische Ämterlaufbahn, die 69 mit der Quästur im südwestlichen Spanien begann. Er durchlief diesen Cursus Honorum schnell und ohne Probleme, indem er sich 67 als Vorsteher der Via Appia, der wichtigsten Ausfallstraße Roms, bewährte und dann als Ädil in Rom. Während beider Aufgaben hatte Caesar hohe Ausgaben. Vor allem steigerten seine kostspieligen und aufsehenerregenden Spiele seine Popularität beim Volk enorm und damit auch seine weiteren Karrierechancen. Von der Freigebigkeit Caesars wurde nun sehr laut gesprochen. Dass das so blieb, dafür sorgte er auch mit weiteren publikumswirksamen Aktionen nach seinem Amtsjahr. Besonders wichtig war dann das Jahr 63, als Caesar sich nicht nur für die Prätur, die Rechtsprechung, sondern auch für das Oberpontifikat bewarb. Nach dem Tod des Pontifex Maximus war es üblich, dass nur ältere Mitglieder des Kollegiums den Vorsitz dieses in Rom besonders prestigeträchtigen Ehrenamtes anstrebten. Daher war es geradezu eine Frechheit, dass der damals knapp 37-jährige Frischling Caesar, der noch nicht einmal Prätor gewesen war, gegen zwei gut 20 Jahre ältere Konsulare, also gewesene Oberbeamte der Republik, antrat. Ausschlaggebend für die Wahl waren neben der familiären Herkunft der Kandidaten vor allem ihr Auftreten und ihre Wahlgeschenke. Das heißt, man musste einerseits so viele Hände schütteln wie möglich und ständig mit einem üppigen Gefolge am besten, breit lächelnd über das Forum marschieren, jeden freundlich grüßen, taxieren, respektvoll sein. Ein Feld also, auf dem der umgängliche Caesar sehr grandios brillierte. Andererseits waren Brot und Spiele gefragt, aber auch tatsächlich Geld, das unter den Wählern ganz konkret verteilt wurde. Obwohl solche Bestechungen offiziell verboten waren, gehörten Beneficia, Vergünstigungen, zu den Grundprinzipien des römischen Patronagesystems und waren daher an der Tagesordnung. Allein Caesar scheint hierbei alle bisherigen Dimensionen überschritten zu haben und ungeheure Summen in seinen Wahlkampf gesteckt zu haben. Zumindest einer der beiden Gegenkandidaten dieser älteren Konsulare hielt Caesars Chancen nicht für völlig unrealistisch. Sonst hätte er nämlich nicht eine hohe Ablösezahlung geboten, wenn Caesar sich aus dem Rennen zurückziehen würde. Dieser jedoch lehnte kühl lächelnd dieses Angebot ab. Am Morgen der Wahl verabschiedete er sich von seiner Mutter mit den Worten: Entweder komme ich als Pontifex Maximus oder gar nicht nach Hause. Der Ausspruch bei Sueton ist wahrscheinlich nachträglich erfunden, verdeutlicht aber sehr treffend, dass Caesar wieder mal alles auf eine Karte gesetzt hatte. Denn er hatte sich derart verschuldet, dass er sich einfach keine Niederlage leisten konnte. Nur Exil oder Selbstmord kamen bei einem schlechten Wahlausgang als Perspektiven in Frage. Ein Misserfolg wäre zudem kein gutes Omen für die folgenden Prätorenwahlen gewesen. Er hätte ja dann als Verlierer in dieses Rennen gehen müssen. Doch der Einsatz hatte sich gelohnt. Caesar wurde zum Pontifex Maximus gewählt, wie üblich auf Lebenszeit. Seine Risikofreude und Zielstrebigkeit hatte er wieder unter Beweis gestellt. Angewendet hatte er dabei alle üblichen Arten der politischen Beeinflussung, jedoch um ein Vielfaches gesteigert.
Weil dies also in bisher ungekannter Dimension erfolgte, begründete er damit letztlich doch eine neue Methodik in der Generierung und Bindung seiner Anhängerschaft. Freilich gelang die folgende Wahl zum Prätor für das Jahr 62 ebenfalls, und diesem Amtsjahr folgte dann die erste Statthalterschaft in Spanien. Dort nun soll er an einem lauen Sonnabend in einer Biografie von Alexander dem Großen gelesen haben und danach völlig desillusioniert angefangen haben zu jammern. Habe ich denn nicht Grund zum Weinen, da Alexander doch meinem Alter schon über so viele Völker herrschte, während ich noch nichts Herausragendes vollbracht habe? Ob sich diese von Plutarch tradierte Szene tatsächlich so ereignete, muss doch ungewiss erscheinen. Sie zeigt aber, dass antike Autoren oder zumindest Plutarch das Machtstreben von Caesar schon früh in dessen Karriere als ebenbürtig mit den Leistungen des wohl größten Eroberers der damaligen Weltgeschichte beurteilten. Risikofreude, zielstrebige Planung, Zielerfüllung Caesars war nur mit derjenigen von Alexander dem Großen vergleichbar. Alexander, der in die historische Entwicklung zweier Kontinente von Asien und von Europa nachdrücklich eingegriffen hatte. Plutarch deutet also hier die künftige Größe des spanischen Statthalters an. In diesem Posten nun konnte er sich auch erstmals als Heereskommandant beweisen durch einen erfolgreichen Feldzug gegen die Lusitanier. Auch die Kriegsbeute war wichtig zur Begleichung seiner Schulden in Rom. Denn wegen dieser Schulden hatten ihn die Gläubiger erst gar nicht abreisen lassen wollen, bis der bereits erwähnte superreiche Crassus für ihn gebürgt hatte. Das war aber jetzt Schnee von gestern, und als Sahnehäubchen war ihm vom Senat sogar ein Triumph bewilligt worden. Im Jahr 60 nach Rom zurückgekehrt, glückte auch die Bewerbung um das Konsulat. Das Amtsjahr 59 sollte aber keine Freude für Caesar werden, und langfristig sind hier die Wurzeln des Bürgerkriegs der Jahre 49 bis 45 zu suchen. Denn sein Amtskollege Calpurnius Bibulus betrieb eine vehemente Obstruktionspolitik. Die Gesetze Caesars wollte er alle verhindern, aber Caesar setzte sie doch durch, leider nicht immer mit völlig legalen Mitteln. Im Ergebnis waren alle Gesetze dieses Jahres sachlich sinnvoll, inhaltlich und methodisch zeigen sie ihn als popularen Politiker. Er verärgerte aber dabei einen Großteil seiner Standesgenossen und schuf sich auch Feinde. Und das hat damit zu tun, dass die Regelungen dann, die eben diesem Amtsjahr getroffen wurden, letztlich nicht sauber sanktioniert waren und damit er und die Regelungen angreifbar blieben. Die Ereignisse der Kriegführung in Gallien in den Jahren 58 bis 50 sind sehr gut bekannt, freilich primär aus der caesarischen Perspektive, seiner berühmten Kommentarii, die ja auch als Meisterwerk der Propaganda schon bezeichnet wurden. Trotz oder gerade wegen der jahrelangen, oft schwierigen und zähen Kämpfe waren ihm dort die Truppen treu ergeben und hingen geradezu an ihrem genialen Strategen und charismatischen Feldherrn, der sie durch Zuckerbrot und Peitsche immer wieder zu Höchstleistungen anspornen konnte. Der militärische Erfolg der Eroberung von ganz Gallien und das daraus erwachsene Prestige waren so enorm wie die Beute und Einnahmen, die wiederum Schulden der Wahlhilfe wie auch Kosten der Bestechung von Informanten und Gefolgsleuten in Rom decken mussten.
Gerade die sich immer mehr steigernden Forderungen von Senatorenkollegen auf deren Unterstützung Caesar während seiner fast 10-jährigen Abwesenheit von Rom angewiesen war, dürften den eigentlichen tieferen Grund für den Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 49 bilden. So hatte Caesar im Jahr 54 die Unterstützung des Cicero mit 800.000 Sesterzen gekauft. Der Volkstribun des Jahres 50, Scribonius Curio, verlangte bereits 10 Millionen Sesterzen. Doch der Konsul des Jahres 50, Aemilius Paulus, soll ein Handgeld von 36 Millionen gefordert haben. Und er war freilich nicht der Einzige auf Caesars Gehaltsliste. Als Hintergrund sollte man wissen, der Jahrestribut, den Caesar den Galliern auferlegt hatte, betrug 40 Millionen Sesterzen. Es wird deutlich, diese Politik konnte sich Caesar schlichtweg nicht mehr leisten. Wie der Biograf Sueton berichtet, hatte Caesar Schuldner und Verbrecher, denen er sich nicht in der Lage sah zu helfen, die ihn immer wieder anfragten, ließ er wissen, für sie wäre ein Bürgerkrieg das Beste. Daher befolgte also Caesar im Jahr 49 offensichtlich nur seinen eigenen Rat. Er überschritt den Rubico und marschierte mit seinem Heer nach Rom. Geführt wurde der Bürgerkrieg der Jahre 49 bis 46 dann nominell primär um die Dignitas, die Ehre Caesars. So sah er denn seine fast übermenschlichen Leistungen der gallischen Feldzüge, die ihn auch nach Britannien und damit an die Grenzen der westlichen Welt geführt hatten, nicht angemessen gewürdigt, als man ihn aufgefordert hatte, sein Heer zu entlassen. Nach dem Eintreffen mit dem Heer in der Hauptstadt hatte Caesar bald dann auch keine Gegner mehr und der Senat, neu seit 45 schon mit 900 Sitzen belegt, wurde zunehmend von seinen Anhängern bevölkert und die Ämter wurden von seinen Gefolgsleuten besetzt. Seine eigene Stellung baute Caesar dann sukzessive zur vollständigen Alleinherrschaft aus. Im Jahr 48 folgt Caesars zweites Konsulat. Nach Pharsalos die zweite Diktatur, nur für ein Jahr. In den Jahren 46 bis 44 schließlich das dritte bis fünfte Konsulat. Seit April 46 war er dann Diktator für 10 Jahre. Seit Februar 44 Diktator auf Lebenszeit. Diese letzte dauerhafte monarchische Stellung hatte sich Caesar also 8 Jahre vor Ablauf der eben bewilligten 10-jährigen Diktatur zusprechen lassen. Wie Martin Jene zeigt, war damit keinerlei praktischer Zweck verbunden. Der Akt diente nur dazu, der Aristokratie vor Augen zu führen, dass seine Alleinherrschaft kein vorübergehender Zustand war, sondern die Republik nun dauerhaft in eine Monarchie überführt worden war. Das war aber wohl in der Retrospektive kein besonders glücklicher Schachzug gewesen, sondern wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Denn 4 Wochen später war der Diktator bekanntermaßen tot. Erdolcht wurde er von 60 ehrenwerten Senatoren in der Basilika des Pompeius, der zuletzt sein Gegner ja im Bürgerkrieg gewesen war, und dies auch noch zu Füßen von dessen Standbild. Ich komme zum letzten kurzen Teil der Frage, hatte Caesar eine politische Vision? Diese Frage, so meine ich, könnte man eigentlich ganz kurz mit einem Ja beantworten. Auch wenn schon Hermann Straßburger 1962 Caesar den Rang als Staatsmann abgesprochen hatte. Oder heute etwa der erwähnte Henning Ottmann oder jene, Caesar stärker als einen rein vom Ehrgeiz getriebenen, ja einen Spieler sehen wollen. Vielleicht ist dabei auch die Frage relevant, wie denn eine politische Vision zu definieren sei. Im Hinblick auf Caesar würde ich mich dem bereits angesprochenen Urteil Ciceros anschließen. Seine politische Vision war diejenige seiner Alleinherrschaft.
Aber dabei ist Alleinherrschaft nicht im Sinn von reiner Machtvollkommenheit und Willkür zum Selbstzweck zu sehen, sondern im Sinn einer effektiven Regierung zum Nutzen von Staat und Bevölkerung. Caesar wollte die Res Publica lenken und organisieren. Er wollte sie nicht einfach nur beherrschen. Dabei lag es ihm fern, sich mit langatmigen Beratungen, Gremienarbeit und Abstimmungen aufhalten zu lassen. Es war ihm vielmehr wichtig, effizient und zeitnah Entscheidungen zu treffen und umzusetzen. Caesar war nicht nur ein Workaholic, sondern er vertraute dabei auch maßgeblich nur seinen eigenen Instinkten oder wie es Caesar Christian Mayer so schön schlagtreffend formuliert hat. Sie lesen es hier. Caesar war Sklave seiner Überzeugung, alles selbst besser machen zu können. Dies scheinen dann vor allem die Zeugnisse aus den letzten Monaten, 15 Monaten seiner Alleinherrschaft nahezulegen. Denn er entfaltete dann seine rastlose Tätigkeit in noch größerem, vollem Umfang. Dazu zählten sicherlich Verfügungen in Rom, wie seine große Baupolitik in der Hauptstadt. Dort im Herzen der Stadt und im politischen Zentrum ließ er eine große neue öffentliche Anlage errichten, das Forum Caesaris, als repräsentative öffentliche Platzanlage, umgeben von Säulenhallen, wo man eben dann auch Geschäften nachgehen konnte, und dem großen Tempel der Venus Genetrix. Sie können, glaube ich, das im Plan hier erkennen. Die Venus Genetrix ist ja bekanntermaßen die Stammmutter des jülichen Geschlechts, die hier verehrt wurde. Wichtig auch die die Curia Julia, die hier direkt angrenzt, also das neue Ratshaus, Amtslokal für die Versammlungen des Senats. Am Forum selbst hat er weiterhin noch die Basilika Julia gebaut, dann auf dem Marsfeld die Saepta, ein Hallenbau unbekannter Größe für öffentliche Versammlungen, Veranstaltungen, und die Villa Publica als Amtslokal. Zahlreiche weitere Einrichtungen und Anlagen waren in Planung oder im Bau, wie der Hafenausbau in Ostia, Umleitung des Tiberflussbettes wegen der ständigen Überschwemmungsgefahr. Interessanter aber sind wohl noch die Maßnahmen außerhalb Roms, weil man hier doch wohl von einer Reichspolitik sprechen könnte, die nun völlig neu entfaltet wurde. Dies betraf insbesondere die Städte in Italien und in den Provinzen, die bekanntlich das Rückgrat von Reichsorganisation, Verwaltung und Jurisdiktion bildeten. Aus diesem Bereich sind vier Beispiele unterschiedlicher Gesetze tradiert, was für die kurze Regentschaft eine schon enorm hohe Anzahl ist. Die Lex Roscia, Rubria, Municipalis und Ursonensis. Damit wurde das Städtewesen neu geregelt und auf eine einheitliche Basis gestellt. Die Gesetze sind im Verbund mit weiteren Maßnahmen zu sehen, die auf eine Urbanisierung im Westen des Reiches und eine stärkere Integration der Provinzialen durch Bürgerrechtsverleihungen abzielten. Auch führte Caesar eine erfolgreiche Kolonisationspolitik durch, denn ca. 80.000 Bürger wurden in den Provinzen in Spanien, Gallien, Griechenland, Nordafrika und Kleinasien angesiedelt. Norditalien erhielt nun endlich das vollständige römische Bürgerrecht, wodurch ganz Italien erstmals zum einheitlichen Bürgergebiet wurde. Andere Gemeinden in Sizilien oder in Gallien erhielten eine Vorstufe, das latinische Recht. Weitere Maßnahmen waren die Kalenderreform oder eine geplante Kodifikation des Rechts. Auch viele Bauvorhaben außerhalb der Hauptstadt sind eingeleitet worden. Tempel, Theater, Straßen, Kanäle, eben Infrastruktur. Eine Gewinnung von Ackerboden war geplant durch Trockenlegung von Sümpfen um Seen. Am Ende aber wuchsen Caesar vielleicht seine eigenen Projekte über den Kopf, denn er wollte nochmals in den Krieg ziehen gegen das Partherreich im Osten.
Dies wurde verschiedentlich als Flucht aus Rom und vor dem hauptstädtischen Leben gedeutet. Ich komme zum Schluss. Von dem Ruhme der berühmtesten Menschen gehört immer etwas Blödsichtigkeit der Bewunderer zu. Und ich bin überzeugt, dass solche Menschen das Bewusstsein, dass sie von einigen, die weniger Ruhm, aber mehr Geist haben, durchgesehen werden, ihren ganzen Ruhm vergällt. Eigentlicher, ruhiger Genuss des Lebens kann nur bei Wahrheit bestehen. Newton, Franklin, das waren Menschen, die beneidenswert sind. So urteilte am Ende des 18. Jahrhunderts der erste Professor Physik in Göttingen, der Georg Christoph Lichtenberg, über solche großen Persönlichkeiten. Und Sie sehen, nur die Wahrheit hat Bestand und nur Newton oder Franklin sind für ihn solche Persönlichkeiten. Seit Beginn seiner politischen Karriere bildeten für Caesar seine Bewunderer eine grundlegende wachsende Basis seiner Macht. Er vermochte sie für sich zu gewinnen, zu erweitern und zu pflegen. Dazu gehörte vor allem das römische Volk, aber auch sein Heer sowie Gefolgsleute in allen Schichten. Er betörte sie durch Umgänglichkeit und pragmatisches Handeln, aber vor allem durch Freigebigkeit. Dabei war der ungewöhnlich hohe Einsatz finanzieller Mittel eine damals neue Kernmethodik seiner Politik. Sie führte den Staat in den Bürgerkrieg und trug ebenso zum Untergang der Römischen Republik bei. Dennoch, sie ist auch heute noch gut bekannt. Vielen Dank. Oh, das knallt. Also ganz herzlichen Dank, liebe Anne, für diesen wirklich sehr lehrreichen Vortrag. Und wenn ich irgendwie die Konzeption der Ringvorlesung als Ganze anschaue, scheint mir das außerordentlich wichtig, dass wir jetzt auch so viel über Rom gehört haben. Wir haben vorher mehr über Athen gehört. Da kommt der Name Demokratie her. Jetzt, wenn man eben an Rom denkt, schon mit Republik natürlich, in allem Munde auch La Republik und auch Amerika ist eine Republik und so weiter. Dann natürlich auch Senat, Kapitol, da sieht man eben die stilbildend durch dass auch die gesamte römische Tradition war. Und hier das so ziseliert vorgestellt zu bekommen, wie es zu diesem Umschlag aus einer, wie wir doch sagen würden, auch unseren Idealen von Demokratie noch viel näheren, wenn auch natürlich zu qualifizierenden Art der Staatsform, zu dieser Alleinherrschaft gekommen ist, wie da Kontingenzen eben durchaus auch mit diesem Einsatz der Mittel, der ja zumal in der amerikanischen Demokratie auch gigantisch geworden ist, wie viel Mittel da aufgeworfen werden müssen, bevor jemand gewählt wird und so weiter, mit entsprechenden Korruptionsverhalten. Und dann fand ich das wirklich schon auch sehr lehrreich, dass aufgrund dieser finanziellen Probleme dann nachher der Bürgerkrieg auch ausbricht. Und also es gibt ja auch Leute, die sagen, Donald Trump sei aus finanziellen Gründen in die Politik gegangen, weil er sonst vielleicht schon wieder bankrupt gegangen wäre. Also das ist durchaus, ohne jetzt vorschnell einfach aktualisieren zu wollen, jedenfalls extrem aufschlussreich und spannend. Und ich meine, ich nehme an, das ist Uderzo, ja, der ist ja jetzt gerade auch heute gestorben. Insofern ist es sehr schön, auch diese Hommage am Schluss noch zu haben. Es gäbe sicher sehr viel zu diskutieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Victor das auch lancieren möchte. Was ich aber sagen möchte, eben jetzt zugunsten der Studierenden, wir wollen ja auf OLAT dieses Forum auch wirklich lancieren. Also wenn Sie, liebe Studierende, und da legt ja auch Victor zu Recht immer großes Gewicht, dass auch wenn die große Runde war, die erste Frage an die Studierenden geht, jetzt haben Sie das Podium sozusagen. Sie können diese Fragen auf OLAT an uns richten, beziehungsweise auch an Anne Kolb richten. Im Übrigen freue ich mich, dass wir in einer Woche dann die Fortsetzung auch wirklich chronologisch haben mit dem Vortrag von Professor Ulrich Eigler über Augustus als Populist, Fragezeichen. Also da wird
werden wir in dieser Thematik mit drin bleiben. Uns bleibt hier an dieser Stelle eben dir, liebe Anne, nochmals ganz, ganz herzlich für diesen wirklich erhellenden, schönen Vortrag zu danken. Ich schließe in diesen Vortrag auch Bodan Stelig ein, der uns hier wieder begleitet und eine schöne Videoaufzeichnung macht. Und Ihnen allen können wir nur wünschen, bleiben Sie gesund, und das machen wir jetzt auf Lateinisch, curate ut valeatis. Herzlichen Dank, ja, und einen schönen Abend. Thank you.